Ganz herzliches Willkommen von uns und ein Hallo in die Runde. Ich glaube noch nicht, dass die Folien geteilt sind, oder? Noch nicht, ich mach's. Okay. Voilà. Ja. Nochmal ganz, ganz herzliches Willkommen von Björn Hoppenheit, Petra Kling und von mir. Wir sprechen heute über unser Projekt zur studentischen Partizipation im Digitalisierungsprozess unserer Hochschule, sowohl auf strategischer als auch auf operativer Ebene. Wie wir unsere Studierenden in die Strategie- und Qualitätsprozesse einbinden, so der Titel unseres Talks. Und vor allem werden wir über unsere Student Digital Transformation Agents sprechen. Und Björn Hoppenheit ist einer von beiden. Danke, Björn, dass du dabei bist. Ja, unsere SAH-Hochschule Heidelberg ist eine der ältesten und eine der bundesweit größten privaten Campushochschulen für angewandte Wissenschaften. Wir lehren und lernen seit 2012 nach dem sogenannten CORE-Prinzip. CORE steht für Competence-Oriented Research and Education. Für CORE wurden wir 2018 mit dem Genius-Loci-Preis für Lehrexzellenz ausgezeichnet, da wir Lehren und Lernen als Innovationsfeld begreifen. Wir waren die erste private Hochschule, die mit dem Genius-Loci-Preis für Lehrexzellenz ausgezeichnet wurde. Wir sind nach wie vor die erste private Hochschule. Wir sind auch die erste private Hochschule, die im Peer-to-Peer-Beratungsprozess mit dabei war. Und unser Projekt zu den Student Digital Transformation Agents war ebenfalls ein Pilotprojekt zusammen mit dem Hochschulforum Digitalisierung. Mit unserem CORE-Prinzip, mit unserem CORE-Studienmodell ist vor allen Dingen auch ein geändertes Rollenverständnis verbunden. Ein geändertes Rollenverständnis von Lehrenden und Studierenden, denn unsere Studierenden sind von Anfang an aktiv in die Gestaltung der Lehr-Lern-Prozesse eingebunden. Die Implementierung von CORE war von Anfang an ein Top-Down-Bottom-Up-Prozess. Und wir pflegen letztendlich eine Kultur der Kollaboration, der Interaktion und des Austauschs zwischen allen Statusgruppen. Alle Statusgruppen heißt für uns einmal das Management, also die Hochschulleitung, die Organisation, die Lehrenden und die Studierenden. Und die Studierenden nehmen dabei eine Schlüsselposition ein, im Digitalisierungsprozess eben als so bezeichnete Student Digital Transformation Agents, ein schwieriges Wort, STDAs, in Abkürzung, das geht besser und einfacher von der Zunge. Ja, jetzt übergebe ich gleich an meine geschätzte Kollegin Petra Kling, die den Prozess auf Seiten unserer Akademie für Hochschullehre intensiv begleitet und eigentlich auch initiiert hat. Petra, the floor is yours. Dankeschön. Ja, warum haben wir uns auf den Weg gemacht, SDTA in unserer Hochschule zu installieren? Ja, Caroline Sutter hat es gerade gesagt, das ist ein kollaborativer Prozess. Und wir sind sicher, dass ohne die Einbeziehung von den Studierenden, die ja unsere Kunden, unsere Hauptzielgruppe sind, wir nicht in der Lage sind, die Erwartungen und Bedürfnisse unserer Studierendenschaft zu erfüllen. Und unser Ziel ist ja, eine Hochschule zu gestalten, die zukunftsfähig ist. Und da brauchen wir die Studierenden als ganz entscheidende Impulsgeber für unsere strategischen Entscheidungen. Dann haben wir uns überlegt, in einem Pilotprojekt zusammen mit dem Hochschulforum Digitalisierung, wir waren sehr glücklich, dass wir da teilhaben durften, zusammen noch mit drei anderen Hochschulen, mit der Hochschule München, mit der Hochschule Ruhr-West, mit der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin, haben wir dieses Konzept, was wir jetzt vorstellen, erarbeitet. Man muss aber auch sagen, jede Hochschule hat ihr eigenes Konzept gefunden, was am besten zu ihr passt. Und wir haben beschlossen, dass wir unsere Studierende als Change Agents sehen wollen. Sie sollen keine Entscheidungsträger sein, sie sollen aber auch nicht einfach nur in Evaluationen gehört werden, sondern sie sollen richtig in unsere Struktur in der Hochschule eingebunden werden.
Zu der Struktur sage ich nachher noch ein bisschen genaueres. Jetzt geht es erstmal um die Aufgaben, aus denen sich dann die Struktur auch ergibt. Wir haben gesagt, sie sollen direkt an der Digitalisierungsstrategie der Hochschule und der Verankerung der Strategie mitarbeiten können. Ich gehe gar nicht so sehr auf die Teile ein, wie wir das machen, weil da wird der Björn nachher als STTA ein bisschen genauer darauf eingehen. Wir wollten, dass sie die STTA Impulsgeber für unsere Qualitätssicherungsprozesse sind, über die Evaluationen hinaus. Und was auch noch ein wichtiges Feld ist, wir wollten, dass die STTA kommunizieren, und zwar in alle Ebenen, nicht nur zu den Studierenden, sondern ganz klar auch bei uns zu den Entscheidungsträgern und auch zu der gesamten Mitarbeiterschaft. Dann haben wir uns überlegt, wie können wir es denn schaffen, dass diese ganzen Anforderungen auch in der Hochschule ankommen, dass die STTA auch gehört werden und dass sie eine gewisse Durchschlagskraft haben. Und da sind wir auf das Modell gekommen, dass wir sie als Senatsbeauftragte installieren. Dadurch sind sie nämlich auch dreimal im Jahr in unseren Senatssitzungen anwesend und berichten an den Senat und bekommen Aufträge vom Senat. Und dadurch haben sie dann doch so einen bestimmten Orden und werden gehört. Wir haben uns für zwei STTA entschieden, damit immer eine Kontinuität gegeben ist. Nicht, dass wenn ein STTA aussteigt, der andere völlig neu in die Projekte einsteigen muss, sondern wir wollen einen Wechsel. Ein STTA ist immer da, während ein anderer dann auch mal wechselt. Und wir hoffen, dass alle STTA mindestens ein Jahr bei uns bleiben. Wir haben sie in zwei verschiedenen Abteilungen verortet, in der Akademie für Hochschullehre, die sich um die Qualität der Lehre kümmert, und in Qualität und Entwicklung in der Abteilung, wo alle Qualitätsprozesse zusammenlaufen. Und um ein Standbein in der Studierendenschaft zu haben, sind die STTA gerade dabei, ein Ressort Digitalisierung aufzubauen in der Studierendenversammlung. Und damit sowohl die STTA als auch die Studierenden und Mitarbeitenden, die in den Projekten der STTA eingebunden sind, auch erfahren, dass ihre Arbeit etwas bringt und eine Selbstwirksamkeit erfahren, haben wir gesagt, die Projektzyklen sollen immer ein Jahr lang sein. Erst wird identifiziert, was können wir für Projekte tun, dann holen wir uns die Auftragsbestätigung im Senat, dann werden die Projekte umgesetzt, dann wird an den Senat berichtet, wie der Stand der Umsetzung ist, dann schauen wir uns Ende des Jahres, Anfang des neuen Jahres an, ob alles gut gelaufen ist, was wir verbessern können, und dann geht es in die nächste Runde. Und wir haben jetzt eine Runde, sind wir jetzt ganz am Ende. Wir haben nämlich 2021 mit dem Björn den ersten STTA angestellt. Und Björn, dann gebe ich jetzt an dich weiter, dann kannst du von deiner konkreten Arbeit berichten. Ja, vielen Dank, Petra. Und auch nochmal einen schönen guten Tag von meiner Seite. Ja, hier spricht jetzt quasi die Praxis. Wie schon erwähnt, ich bin einer der Student Digital Transformation Agent, seit Anfang dabei, sprich also seit Januar diesen Jahres. Und ich erzähle einfach mal ein bisschen über die Arbeit. Also, wie bereits erwähnt, wurde die Stelle im Januar zusammen mit, also sind zwei Stellen gewesen, die wir im Januar besetzt haben. Und wir haben uns ganz zum Anfang erstmal in den verschiedenen Gremien vorgestellt, sprich sowohl auf Studierender-Ebene als auch auf Mitarbeiterebene, und haben dann angefangen mit unserem ersten großen Projekt. Das war nämlich das Stimmungsbild der Studierenden einzuholen, bezogen auf die Digitalisierung an der SRH-Hochschule. Und für diesen Zweck haben wir eine Evaluation durchgeführt. Und die Ergebnisse dieser Evaluation wurden und werden auf Mitarbeiter- und Studierendenebene vorgestellt, unter anderem auch in Form eines Videos. Parallel dazu haben wir ein zweites Projekt gestartet. Das war die fakultätsübergreifende Vernetzung, die wir vorantreiben wollten und es auch geschafft haben, insbesondere im Bereich der Hochschulplanung.
Hier haben wir zur Verschlankung der Prozesse beigetragen. Genau. Aktuell sind wir dabei, eine Zukunftswerkstatt zu gestalten, wo wir wirklich jeden, wo wir alle Stakeholder der SRH-Hochschule einbinden wollen und somit ein einheitliches Bild bekommen. Genau. Kommen wir zur nächsten Folie. Generell stoßen wir SCTAs auf offene Türen für unsere Anliegen. Dennoch gibt es einige strukturelle Hürden, die diese Türen oftmals verengen. Genau. Petra, du müsstest auf die nächste Seite. Sekunde, Entschuldigung. Ja. Super, merci. Genau, die strukturellen Hürden. Eine klassische Herausforderung, die uns aufgefallen ist, sind die heterogenen Prozesse innerhalb der Hochschule und auch ihrer Fakultäten, die wir natürlich probieren, so weit wie möglich zu homogenisieren und zu verschlanken. Und was wir auch gemerkt haben, dass aufgrund des Arbeitsumfangs haben wir oft die Probleme, dass wir die Zeit einhalten. Insbesondere auch in Gremien ist uns immer eine Zeit, also ein sehr enger Zeit, also Timeslot vorgegeben, sodass wir oftmals unsere Ergebnisse nur im kleinen Ausschnitt präsentieren können. Genau. Des Weiteren gibt es auch kulturelle Hürden. Da ist uns insbesondere aufgefallen, dass die Unterstützung der Studierenden für die Lehrende oftmals nicht angenommen wird, obwohl die jetzige Generation im digitalen Bereich ein solides Grundwissen mitbringt. Eine klassische Hürde ist ebenfalls die typische Einstellung, dass man am Alten festhält. Ja, wir können aber sagen, dass bedingt durch die Pandemie wurde insbesondere bei der SRH-Hochschule Heidelberg der digitale Fortschritt in einem rasanten Tempo vorangetrieben. Die SRH-Hochschule konnte sehr gut auf den exogenen Schock reagieren. Genau, aber dennoch bleibt ja sowas nicht ohne Konsequenzen. Und das merken wir auch, dass die daraus resultierende Mehrarbeit teilweise immer noch eine Belastung ist für jeden. Wir wissen alle, dass digitale Transformation oftmals mittel- bis langfristige Projekte sind. Und genau aus diesem Grund ist die Motivation gerade bei den Studierenden eher etwas geringer, aktiv an den Prozessen und an den Projekten mitzugestalten, da sie in der Regel von diesen Ergebnissen nichts mehr mitbekommen. Genau. Die nächste Seite bitte. Ja, dank unserer jetzigen Arbeit und unserer Impulsgebung und Anreize, die wir geschaffen haben, werden erste Umsetzungen angegangen an der SRH-Hochschule. Ein wichtiger Punkt der Studierenden war die Vereinfachung des Zugangs zur Online-Bibliothek, das jetzt umgesetzt werden soll. Die einheitliche Kommunikation über einen zentralen Kanal und die Ausarbeitung des Planet Learning Konzeptes, das unter anderem auch das Konzept Learning Analytics beinhaltet. Genau, das war jetzt erstmal so grob zusammengefasst, was wir bisher gemacht haben und was die nächsten Schritte sind. Wenn wir Ihr Interesse jetzt geweckt haben und Sie noch mehr über unsere Arbeit erfahren wollen, gibt es auch einen Blogbeitrag im Hochschulforum Digitalisierung. Und ansonsten stehen wir jetzt und natürlich auch darüber hinaus gerne für Fragen oder Anmerkungen zur Verfügung. Vielen Dank. Dankeschön, Björn. Ich habe derweil den Chat beobachtet, habe zum Teil auch schon ein bisschen was reingepostet. Es sind aber zwei ganz spannende Fragenkomplexe. Ein Fragenkomplex ist der, wie werden eigentlich die Projekte ausgewählt oder gibt gar jemand Projekte vor? Also Björn, glaube ich, an dich, ergänzend an dich, Petra. Warum befasst ihr euch mit welchen Projekten? Ich glaube schon, dass es aus den Studierenden letztendlich Themen sind, die den Studierenden quasi auf der Seele brennen. Björn. Ja, also ich muss sagen, was uns enorm wichtig ist, ist quasi die Freiheit der Gestaltung der Projekte. Und genau diese Freiheit, die bekommen wir auch von unserer Leitung, also von der Frau Petra Kling und der Kerstin Fink, die heute leider nicht dabei sein kann. Wir haben zwar immer Richtungen,
die mehr oder weniger, ja, ich sage nicht vorgegeben sind, aber an die wir uns halten sollen. Die Gestaltung der Projekte letztendlich können wir als SETAs fast selbstständig gestalten, zusammen in Kooperation mit der Leitung selbstverständlich. Um das nochmal zu sagen, wir haben zwei SETAs. Einer der beiden ist an unsere Akademie für Hochschullehre angebunden. Da geht es tatsächlich mehr um das Thema Lehren und Lernen im engeren Sinn. Und die zweite ist im Bereich Qualität und Entwicklung angebunden. Und deswegen führen wir über diese SETAs beide Stränge zusammen. Und tatsächlich ist es so, dass diese Themen letztendlich, die auch über die Studierendenbefragungen rauskamen, die werden dann über die SETAs weiter bearbeitet und auch letztendlich dadurch, dass er im Senat berichtet, natürlich auch da nochmal rückgekoppelt. Und die Themen kommen aus unserer Studierendenschaft. Petra? Ja, wir haben auch am Anfang haben wir eine Sammlung gemacht von Themen, was wir dachten, was interessant wäre für die Studierenden. Und dann sind ja Björn und die erste SETA sind durch sämtliche Fakultäten gereist quasi, um sich erstens vorzustellen und zweitens mal eine qualitative Befragung zu machen, was denn da im Moment so richtig brennt unter den Nägeln. Und aus diesen Themen haben wir dann die ersten Projekte identifiziert. Und das ist auch super, dass wir gleich zwei Dinge, die ganz großen Unmut ausgelöst hatten, sofort lösen konnten, weil es war uns gar nicht so bewusst. Aber wenn man die Studierenden fragt, dann bekommt man eben, dann kommt man diese Rückmeldung und es war gar nicht so schwer, darauf einzugehen. Das war ein super guter Anfang. Und wir überlegen einfach im Team, welches sind die geeigneten Projekte, die aber auch eine Chance haben, dann realisiert zu werden, dass man nicht da irgendein Wolkenkuckucksheim aufbaut. Und gleichzeitig ist es durch die Anbindung an den Senat als Senatsbeauftragter auch innerhalb eines formalisierten Rahmens. Das heißt, es gibt im Ganzen natürlich auch ein ganz hohes Gewicht und eine ganz wichtige Bedeutung. Und es war tatsächlich nochmal in zwei Fragen. Geht um die Auswahl auch, ja, ne? Wie sind die SETA beteiligt? Also wir haben eine richtige Stellenausschreibung gemacht, so als würden wir einen eigenen Mitarbeiter für unsere Abteilungen suchen, haben die Stellenausschreibung unter all unseren Studierenden gestreut und haben dann aus den Bewerbungen so richtig Einstellungsgespräche geführt, ganz, ganz, ganz klassisch. Und es war uns wichtig, dass wir sehr verantwortungsbewusste Personen einstellen, die auch schon ein Vorinteresse haben an den Digitalisierungsthemen, dass wir nicht ganz bei Null anfangen. Und es ist klar, dass die beiden SETA sehr tiefe Einblicke in unsere Hochschule bekommen. Deshalb mussten vertrauenswürdige Menschen sein. Und wir haben jetzt das erste Pärchen, also die erste SETA ist schon ausgeschieden aus dem Amt. Wir haben schon jetzt die dritte und wir sind total begeistert von diesem Prozess, weil es wirklich klappt. Und wir haben auch den Björn in die Suche nach der Nachfolge seiner ersten Partnerin mit einbezogen, weil die beiden sollen ja als Team arbeiten, damit das auch klappt mit den beiden. Und ich glaube, da war der Björn auch sehr zufrieden damit. Ja, die STL lassen immer nur ein Jahr. Entschuldigung, Björn, war zu schnell. Ja, gar kein Problem. Ja, absolut. Ich wollte nur zustimmen. Also das Prinzip, dass man quasi die Stelle überlappt, ist, sodass man quasi genug Zeit hat, den Partner einzuarbeiten, hat wunderbar geklappt. Es war ein super Wechsel. Und ich denke, dass das Prinzip oder das Konzept generell auch langfristig ja, so funktionieren kann, dass man quasi auch überlegt, Projekte zu starten, die dann auch auf mittelfristiger Ebene vielleicht angegangen werden können. Dann lese ich eine Frage, wie die Studierenden sich auch an Projekten beteiligen können, die, wenn sie keine SETA sind. Da haben wir jetzt gerade ein gutes Beispiel. Björn hat es vorhin erwähnt, dass wir eine Zukunftswerkstatt aufbauen, in der wir ausloten wollen, wie wollen denn die Studierenden ihre Hochschule haben in 2 Jahren, in 5 Jahren, in 10 Jahren. Und da werden wir auch breit ausschreiben über alle Fakultäten weg, bei Mitarbeitenden und bei Studierenden, Verwaltung, Lehre, Rektorat, alles wird teilnehmen.
Und da kann man sich bewerben. Und wir werden dann schauen, wir haben jetzt noch keinen Überblick, wir vermuten, dass sich in manchen Fakultäten sehr viele bewerben werden, in anderen vielleicht nicht ganz so viele, aber wir werden dann eine Auswahl treffen und gucken, dass wir diese Zukunftswerkstatt alle halbe Jahr machen, möglichst immer in anderer Besetzung, sodass sich da viele engagieren können an diesen Themen. Vielleicht würde ich mal auf das Argument von René Rath kurz etwas sagen, dass quasi die SCTAs aus der Studierendenschaft gewählt werden sollen. Also ich kann sagen, dass es in der Regel so ist, dass die Studierenden, die in der Studierendenschaft sind, in der Regel die motivierteren Studierenden sind und sich in der Regel auch dann für solche Stellen bewerben. Also ob das jetzt von dem Senat geschieht oder von der Studierendenschaft, die Schnittstellen sind eh vorhanden. Also man kennt sich untereinander, weil man in der Regel in diesen Gremien schon aktiv ist. Also so von daher, die Idee ist super und ich glaube auch, könnte man umsetzen, aber dann hätte man, glaube ich, also ich sehe einfach nur die Gefahr für die Studierenden, dass man von der Hochschulleitung nicht mehr so wahrgenommen wird wie jetzt aktuell, weil wir jetzt quasi von oben gewählt wurden und runterkamen und jetzt die Schnittstelle zwischen Mitarbeiter und Studierenden bilden. Ich glaube, wenn das von unten nach oben gekommen wäre, wäre es vielleicht etwas anders verlaufen. Aber das ist nur eine subjektive Wahrnehmung. Und ich würde gerne etwas zur Frage sagen, wie wir mit Widerständen umgehen. Es ist ja so, dass im Prinzip die Wünsche unserer Studierenden sowieso 1:1 die Strategie unserer Hochschulleitung ist. Es geht eigentlich mehr darum, die Dinge ins Bewusstsein zu bringen. So wie wir es jetzt auch am Anfang gemerkt haben, wir hatten manches gar nicht auf dem Schirm. Und es ist uns wirklich, wir haben das Motto, der Studierende im Mittelpunkt. Das ist uns ein großes Anliegen, dass die Bedürfnisse der Studierenden erfüllt werden. Insofern Widerstände im Rektorat haben wir jetzt überhaupt noch keine erlebt, auch nicht im Senat. Es geht dann vielleicht eher um die Umsetzung tatsächlich bei den Lehrenden, aber das ist ja sowieso immer der Prozess, dass das Rektorat Impulse zu den Lehrenden gibt. Das haben wir jetzt schon im Change-Prozess zu unserem Core-Prinzip, zu unserem Studienmodell über viele Jahre erlebt, wie solche Prozesse gestaltet werden können, wie man mit viel Kommunikation und mit Workshops die Mitarbeitenden mitnehmen kann auf diesem Weg. Und es sind natürlich keine direktiven Eingriffe von oben, es ist viel Überzeugungsarbeit dann nötig, aber wir sehen es sowieso als unseren Weg an. Und es funktioniert nicht über Weisungen, es funktioniert tatsächlich über einen gemeinsamen Prozess. Wie Petra Kling gesagt hat, wir haben uns 2010 auf den Weg gemacht, um Lehren und Lernen neu zu denken, haben dann unser Core-Prinzip implementiert, das ganz verschiedene Kernelemente enthält und haben tatsächlich auch damals in einem sehr partizipativen Prozess die Statusgruppen angehört, mitgenommen. Also es gab einen Impuls von der Hochschulleitung und dann war das eigentlich ein verzahnter Top-Down-Bottom-Up-Prozess. Das heißt, wie Petra auch sagte, mit viel Kommunikation haben wir quasi die Lehrenden, aber eben auch nicht nur die Lehrenden, mit auf den Weg genommen. Und es war eigentlich eine ganz, ganz spannende Zeit, weil da war ganz viel Begeisterung dabei. Also das hat riesen Spaß gemacht, bei der Implementierung von Core mitzuwirken. Und Core ist kein abgeschlossener Prozess, sondern es geht tatsächlich um das Thema, es ist immer wieder in einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess. Und das Thema Digitalisierung ist eben auch ein Teil von Core, das gehört dazu. Wenn man Lehren und Lernen denkt und zukunftsfähig denkt, dann müssen wir die Digitalisierung mitdenken. Und es funktioniert eben auch über diesen gemeinsamen Prozess, dass Impulse gegeben werden, aber auch von verschiedenen Stellen Impulse gegeben werden, die aufgegriffen werden und in das Konzept immer wieder einfließen. Und ich möchte gerne auf die Anmerkung eingehen, dass es schöner wäre, wenn die Studierendenschaft den Kandidaten sucht oder die Kandidaten. Das stimmt, wir haben lang an diesem Punkt überlegt, wie wir es dann gestalten, ob derjenige aus der Studierendenschaft gewählt werden soll oder ob wir uns den suchen. Und wir haben uns tatsächlich sehr bewusst dafür entschieden, dass wir den Kandidaten suchen,
weil er bestimmte Voraussetzungen haben muss. Er ist in den Senatssitzungen, er sitzt mit dem Rektorat zusammen, er ist in der Studiendekane-Konferenz anwesend oder sie, je nachdem. Also diese Leute müssen einfach passen von der Ausstrahlung, von der Art, wie sie sprechen, damit sie nicht Widerstände bei unseren Entscheidungsträgern auslösen. Das ist uns wichtig, dass es ein gutes Miteinander ist. Und die sind auch in unseren internen Teamsitzungen dabei, bekommen viele Interna mit, müssen sehr vertrauenswürdige Leute sein. Und da haben wir tatsächlich ein besseres Gefühl, wenn wir die Leute aussuchen und nicht jemanden nehmen, den die Studierendenschaft aussucht, weil wir können einfach die ganzen Gremien und Menschen besser einschätzen und hoffen, dass mit dieser Personalauswahl der Erfolg am Ende ein größerer sein wird. Das heißt aber nicht, dass die STDAs glattgebügelt sind, um jetzt klar auf den letzten Chat einzugehen, um Gottes Willen. Weil Sie schreiben, es klingt nicht, alles nicht so sehr nach Kriterien, die Studierenden für die Auswahl stellen würden. Um Gottes Willen, das wünschen wir uns nicht. Soll niemand stromlinienförmig sein. Im Gegenteil, wir brauchen eigentlich Impulse. Das ist gar nicht. Und wir brauchen auch den kritischen Geist und der ist auch gewünscht. Genau, so ist es auch. Und dadurch, dass jetzt die beiden ja das Ressort in der Studierendenversammlung übernehmen werden, Digitalisierung, da ist die Vernetzung zu den Studierenden dann auch gegeben und gut. Und in der Studierendenversammlung wird da ja auch diskutiert, ob das die richtigen Menschen sind. Und bisher ist die Akzeptanz wohl sehr groß. Wenn da Widerstände kämen, würden wir es nochmal überdenken. Aber zurzeit sehen wir da keine Widerstände. Also ich kann auch nur ergänzen, dass wir bereits in der Studierendenversammlung sind seit Gründung der SV und wir auch im regen Austausch sind mit den Studierenden und quasi auch die Belange und die Sorgen und Nöte, die die Studierenden haben und die wir in den Sitzungen der Studierendenversammlung besprechen, auch weitergetragen werden nach oben. Also ich kann auch mal ein Beispiel nennen, dass wir da auch sehr transparent sind und auch gerne Kritik nach oben weitergeben. Ich habe die Evaluation angesprochen gehabt, wo wir mittlerweile die Ergebnisse ausgewertet haben und dabei sind, sie zu präsentieren, auch auf Mitarbeiterebene. Und wir haben ganz bewusst gesagt, dass wir auch die Punkte mit aufnehmen wollen, die vielleicht negativ aufstoßen können, die vielleicht auch vielleicht nicht so gerne gehört werden wollen von den Dozenten, von den Lehrenden, aber auch von dem Management. Da haben wir auch zusammen mit der Studierendenversammlung, aber insbesondere wir zwei STAs gesagt, wir möchten das ganz bewusst so kommunizieren und nach oben gehen. Und ihr habt das ja jetzt quasi in einem kleinen Filmbeitrag veröffentlicht, der auch kommuniziert wird an die Studierenden. Und da sind sehr, sehr kritische Aspekte auch mit drin. Also es ist ein ganz offener Prozess. Und gerade die kritischen Aspekte sind ja eigentlich die spannenden, die uns weiterbringen. Es war uns ja wichtig, dass am Ende das Ziel erreicht wird, dass die Impulse der Studierenden auch wirklich ankommen im Management. Das ist die Aufgabe. Und ja, da... Wir glauben, dass also wir haben den Eindruck, so wie das erste Jahr sich gestaltet hat, dass dieser Weg ein sehr erfolgreicher ist. Wenn es nicht so wäre, wenn wir merken, dass es hakt, dann werden wir nachsteuern. Das habe ich ja vorhin in unseren Projektmanagement-Zyklen schon erklärt. Ich denke, es liegt ja auch an uns, die Problemstellen aufzuklären. Und wenn wir das nur schönreden würden, wären die Anreize oder die Impulse, die wir geben von Studierendenseite, ja gar nicht so wahrgenommen, dass sie so dringend sind, dass sie schnell wie möglich bearbeitet werden sollen. Von daher denke ich, dass das doch schon sehr studierendenorientiert vonstatten geht.